Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Hinter der Kamera, vor der Kamera ist die Knapil-Azalee, die lauberwerfende Garten-Azalee Homebush. Sie sieht etwas anders aus als die anderen Knapil-Azaleen. Die haben nämlich größere Blüten und die hat doch deutlich feinere, kleinere Blüten, die aber ganz typisch zu richtigen Bällen zusammengefasst sind, die ganz typische Blütenbälle bilden. Also hier kommt dann nicht die einzelne Blüte zum Vorschein und zur Geltung, sondern eben das Gesamt eines Blütenballes. Und das zeichnet diese Sorte aus. Wie andere Knapil-Azaleen hat sie auch einen Duft, einen süßlichen, feinen, eleganten Duft. Ist laubabwerfend, nur sommergrün, im Winter also keine Blätter, dadurch absolut winterhart, wird vielleicht 1,50, 1,60 hoch, wenig Verzweigungen. Vielleicht etwas schmäler als hoch und ist für den Hintergrund einer Rhododendron-Bepflanzung, zum Beispiel mit Yakushimanum-Hybriden, extrem gut geeignet. Denn es gibt noch einen zusätzlichen Vorteil, es gibt das Farbenspiel der Blätter im Herbst vor dem Laubfall, die nämlich gelb, orange, braun werden und die Wirkung der Blüten im Frühjahr ergänzen und damit im Zusammenspiel eines Moorbeets eine wichtige Rolle spielen können. Hier also, wie gesagt, die Sorte Homebush mit diesen rosa Blütenbällen, die aus lauter kleinen Rhododendron- oder Azaleen, Garten-Azaleen-Blüten bestehen. Und nicht zu vergessen, nochmals zu wiederholen, weil ich einfach Fan dieses Dufts bin, intensiv duften wie die meisten anderen Knapil-Azaleen auch.